Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Thea The Awakening. Die Schule hat begonnen und wir rennen rum. Also, rumrennen tun wir nicht. Wir schauen uns das mal an. Wie schaut das aus? Noch zwei Runden, dann haben wir Kohle. Gut, ich habe Kohle abgebaut. Nö. Gut, Kohle ist auf jeden Fall nicht schlecht, wenn wir haben als Katalysator. Das ist nicht schlecht. Da drüben ist dann was zum Erkunden. Das wollen wir dann gleich anschauen. Da oben ist auch was zum Erkunden. Na gut. So, wir haben ein Sammelwerkzeug gebaut. Dann rüsten wir doch glatt unsere Leute aus mit diesem Sammelwerkzeug. Na, die haben auch immer nichts. Yes, wonderful. You made your first batch of prepared food. No longer are you a mere scavenger. Now you can cook. Crafted foods are more efficient than the raw stuff, so you can able to take them when you're out exploring, as they are lighter to carry. So now I have a harder task for you. Build me a building in your village. Any building will do. Good luck. Okay, bau mein Haus. 2 XP und 2 Forschungspunkte. 2 Forschungspunkte sind gut. Forschungspunkte brauchen wir. Kohle und Essen und Holz. Na gut, dann brechen wir das mal auf. Und nachdem wir nur noch 4 Tage Futter haben und auch nur noch 20 Tage, weil wir verbrennen jetzt auch die Kohle, das ist nicht gut. Nein, die Kohle wird bitte nicht verbrannt. Nur für 4 Tage, das sollten wir schaffen. In 4 Tagen sind wir ja wohl zu Hause. Dann können wir die Kohle abliefern und dann schauen wir uns die Gegend da drüben mal genauer an. Wir haben außerdem Zeug geschenkt gekriegt. Das heißt, vielleicht könnten wir irgendwas Schönes herstellen. Leider kein Handwerkszeug. Das 3 Sammeln. 3 Sammeln ist eigentlich nicht schlecht. Und 7 Forschungspunkte. Oh, auch ist noch nicht und das schaut anders aus. It is time for the Night of the Goat, a feast in honor and reverence of the ancestors and forefathers. Okay. Großartig, beginnt mit den Festlichkeiten. You set a table with food and drink, set bonfires in a circle, and begin festivities. But this night, the Xeadi actually appear before you. One, an elder bearded man, speaks with a heavy, coarse voice. You have done us proud, grandchildren. Now we shall cleanse you of any
Okay, das scheint jedes Mal zu passieren, das ist das letzte Mal auch passiert. Also, das erste Mal, wie ich gespielt habe. Okay, jetzt entsteht was auf der Karte. Da sehe die. Das ist ein Ort, an dem wir Flüche heilen können. Kann man von heilen sprechen bei einem Fluch? Nicht schwer zum sagen. Okay, dann gehen wir da mal rein. Inventar. Wir wollen schließlich dieses ganze Zeug, was wir da haben, nach Hause bringen. So, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, das letzte Mal, ob man irgendwie was Spezielles, achso, ja, da war dieser Einsatz, das haben wir gefunden. Vielleicht werden wir aber... das da mitnehmen und das dafür da lassen. Du kriegst sowas. Bist du noch besser. Jetzt hast du sammeln 9 und ja. Der beste Andela kriegt es. Wow. Ja, apropos Andela und Namen. Wir haben ja gesagt, wir werden den Leuten Namen geben von meinen Schülern, aber noch habe ich keine großartigen, interessanten Schüler, denen ich einen Platz in diesem Spiel widmen will. Aber sobald das soweit ist, machen wir das. So, ich würde fast sagen, die hier nehmen wir in die Expedition 1, die ist so ein Heiler. Nur schauen, ob die schon irgendwie ausgerüstet ist. Nö, die noch genau keine Ausrüstung. Haben wir irgendwelche Sachen, die wir geben können? Puh, 120 schwer, 200 schwer und die kann nur 100 tragen. Das heißt, wir müssen irgendwas Leichtes finden. Schaden 2. Irgendwelche anderen Sachen. Nö. Da haben wir mal nicht. Wir haben noch nicht einmal irgendwelche Rüstungen. Wir haben noch keine Ausrüstung. Ah. Das können wir auf jeden Fall dann auch machen. Wir haben noch gar keine Kleidung hergestellt, sehe ich gerade. Das machen wir dann auf jeden Fall auch. Na gut, dann kriegst du mal diesen Knochen. Ist immerhin besser als ein Stein am Schädel. Ist jetzt nicht so großartig, aber du kannst dich etwas besser verteidigen und dich nehmen wir sowieso weniger mit, damit du Rufzack draufhauen kannst, sondern mehr, damit du heilen kannst. Na dann. So, außerdem nehmen wir Beef Jerkys mit. Weit geht und Gemüse, aber nicht so viel. 55 scheint mir
angemessen zu sein. Und Holz brauchen wir auch. Ich glaube, das sollte reichen. So, Expedition. Für 40 Tage können wir heizen. Sobald, wenn wir kein Holz mehr brauchen. Na dann, gehen wir mal darauf und schauen wir mal, ob wir das da erkunden können. So. Durchsuchen wir sie. A strange looking stone and metal built affair. And you hear a clunking noise, then a blunt thud. Okay. Before you are able to do anything, you see a skeleton charging your way. Oh, ein Skelett. Auf in den Kampf. Und 4 massige Ratten. Naja, so schwer ist das jetzt doch nicht. Gut. Naja, macht Schaden 4. Das ist keine großartige Hilfe, aber ist auch nicht so schlecht. Mischen wir noch. Mit die zwei ist schon lieber als den da drinnen haben. Bolko ist jetzt auch nicht so der Superhero. Überhaupt die drei da. Mischen wir neu, was soll's, was soll schon passieren? Es könnten die 4 schlechten drinnen sein oben. Ja, fast. Okay. Da ist das Skelett. Aber es ist Gegentaktik, Gegentaktik. Ah, wir können keinen von uns vorgeben. Ja, wir müssen mal draufschlagen lassen als erstes. Sie vielleicht auch. Zu 14 und das heißt, er stirbt, wenn Irina zuschlägt. Passt. Ausgezeichnet. Hey, eine ekelige Ratte. Und noch eine ekelige Ratte. So, können wir die verwirren? Wir verwirren nochmal diese Ratte. Und hau mal ihn rein. Jetzt fällt mir gerade auf, wir hätten. Ach Mist, wir hätten sie schützen müssen. Ich bin so ein Idiot. Ärgerlich. Noch eine massige Ratte. Noch eine Ratte. Ja, haben wir sie auch noch, ihn auch noch rein. So, Skelett tot. Ja, meine süße Kleine. Du Arme. Ausgezeichnet. Gut. Die Schlacht haben wir gewonnen. Leider haben wir doch einen Schaden gekriegt. Die arme Andela. You search the buildings and discover a supply store still intact. Okay, was ist denn das für ein Schwert? Was kann denn das? Ah, wiegt nur 58. Vielleicht geben wir das der Heilerin in die Hand. Es hat auch Abschirmung. Macht zwar auch keinen Schaden, aber macht immerhin.
gell? Wo ist denn dieses Schwert? Gut. So, wir lagern. Wir haben eine ziemlich Verwundete drinnen. Die will ich eigentlich nicht verlieren. Okay, wenn wir da schon lagern, dann können wir das auch gleich, in den Wald fällen. Ja, irgendjemand kommt daher und kämpft gegen uns. Na gut, dann kämpfen sie gegen die. Ja, okay. Lassen wir das so. Ah, schon wieder so ein ekeliges Skelett. Gebe ich nicht rein, weil du bist eh schon verwundet. Erste Aktion 4, wir können einen von denen da ihn hier dann in die erste Aktion setzen. Das machen wir dann. Du kommst gleich mal ganz vorne hin. Dann kommst du, weil du hältst urviel aus. Du hast nämlich die ärgere Rüstung. Dann du. Und dann am Schluss du. Ich glaube, das sollte reichen, um diese Dinger halbwegs gut hinzukriegen. Das erste Skelett wird auf jeden Fall tot sein, bevor es irgendwas tun kann. Au. Wieso haust du in diese Richtung, du Dolm, von einem Skelett? Riecht noch eine Verwundete, na gut. Und Pilzsuppe, das ist ja schön. Und ein Rundschild, wie schwer ist das? 120, na gut. Das kann die Heilerin auf jeden Fall nicht in die Hand nehmen. So, wie schauen meine Leute aus? Andela ist verletzt gewesen, die hat noch eine Wunde, ist okay. Und wer ist noch verletzt worden? Ist die Irina verletzt worden? Ja, die hat noch zwei Wunden, das heißt, wir sollten die Nacht wieder ein Lager aufschlagen. Aber wir können noch ein Stück weit gehen. Oh, was ist das? Pilze. Mehr Pilze. Und noch mehr Pilze. Dann schlagen wir mal hier ein Lager auf. Und sammeln wir Pilze. Auf 160, ich glaube nicht. Nein. Naja, okay, einmal reicht auch.
müssen wir Pilze kriegen. Und wir können aufsteigen. So, was machen wir als nächstes? Das mit dem Schielfahrer war, glaube ich, keine so gute Idee. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Und wir haben da irgendein spezielles Holz gesehen in der Gegend. Was war denn das? Dunkelholz und Pelzleder. Bringt das was? Wir könnten natürlich dabei herstellen, irgendwas machen. Das letzte Mal habe ich mit den Schwertern und den Schmuck gemacht. Das machen wir vielleicht dieses Mal nicht. Machen wir mal was anderes. Vielleicht so Stäbe. Beziehungsweise Knüppel. Dann könnten wir nachher auch mehr in Holz investieren. Machen wir mal Stäbe. Auch Weiden. Das heißt, wir könnten da auch Rohrstäbe nehmen. Ja, nehmen wir das. So ein Stab ist auch was Schönes. Schauen wir was an. Jetzt können wir Stäbe herstellen. Ja, das Rohr haben wir jetzt natürlich nicht mehr. Topaz oder Malachit. Ich glaube, Topaz ist insgesamt wertvoller. Hey, wir könnten Gold nehmen. Gold, Topaz und dann goldener Kriegsstab. 12 Forschungspunkte, nicht schlecht. Das kann ja 6 Schaden. Stichschaden. No. Und sehr vielen bringt er auch. Was würde passieren, wenn wir das da rein tun stattdessen? Dann macht er nur 5 Schaden. Topaz ist also schon besser. Lass mal Ton reingeben. Macht er auch 5 Schaden. Okay. Und wie ist das mit Leder? Da macht er noch weniger Schaden, aber dafür bringt er zusätzlich 1 Geschicklichkeit. Nee, wir haben sowas auch, aber ich glaube, das macht weniger. Ja, das ist die einfachste Form. Das ist Bernstein. Soll ich das Gold dafür vergeuden? Ich könnte noch das Elfenholz da verwenden. Das wird da wenig Unterschied machen. Also das normale Holz dafür verwenden. Macht auch recht wenig Unterschied. Ich glaube, der Katalysator macht nur da einen Unterschied, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es ein Meisterwerk wird, ein Meisterstück wird. Allerdings dadurch, dass wir keine Schmiede haben, bringt uns das eh nichts. Ja, stimmt, da steht das sogar. Okay, das heißt, wir können da ruhig den billigsten Katalysator nehmen. Weil der beeinflusst nicht die Eigenschaften. Die werden nur durch primären und sekundären Rohstoff bestimmt. Na, brauchen wir mal sowas. Da dazu gebe, wie viel sind es dann? 65? Na, eher nicht. Da setze ich den doch lieber wieder da ein. Aha, warte mal. Wir haben ja auch noch ein neues Sammelwerkzeug.
Ausgezeichnet. Wie geht's denn meinen Freunden hier? Irina hat keine Wunde mehr. Andela hat keine Wunde mehr. Das heißt, auf in den Kampf. Was ist da? Ein Wolfsbau. Na, das machen wir doch glatt. Fertig. Werden wir mal jagen und das Ganze automatisch machen. Das ist eher lächerlich. Oh, noch ein Schwert. Ein Schwert der Finsternis. Hat auch nur 85 Gewicht, macht noch mehr Schaden, noch mehr Abschirmung und Giftschaden. 4 sogar. Nicht schlecht. Okay. Du bist immer besser ausgerüstet, schau, so sind wir. Wir sind so lieb zu dir. Oh, da ist Wasser. Da sind wir leider nichts. Das sind noch Gebäude. Vielleicht sollte ich da runter eher gehen. Naja, jetzt sind wir schon in die Richtung unterwegs. Hey, wir sind gestiegen. Und jeder hat eine Stärke gekriegt. Plus 1 Finte, was kann Finte bitte? In sozialen und taktischen Herausforderungen. Na okay. Heiberin, du bist unsere Anführerin, was das betrifft. Taktik, Intelligenz plus 2, nicht schlecht. Bronislava. Jo, und die in der Stadt haben Stärke, Geschicklichkeit, Wille, Wille, tierische Bande. Naja, für Jagen ist das ganz gut, aber das Problem ist, die jagen ja nicht wirklich in der Stadt. Obst und Gemüse. Oh. Tiere, hey, die haben schon 2 Totenköpfe. Das heißt, die sind stärker. Ah, kämpfen wir. Das gibt mehr Dings, das gibt mehr Gegenstände, die man ihnen abnehmen kann. Uff, das sind aber ganz schön viele. Das sind 8 Leute. Das ist einer mehr, als wir haben. Vielleicht hätte man doch nicht kämpfen sollen. Aber gut, die haben alle relativ gute Verteidigung. Schauen wir mal, mit etwas Glück fangen wir an. Mit etwas Pech nicht. Der macht 13 Schaden. Puh. Aber er hält nur 7 aus. So, können wir erste Aktion 7, erste Aktion 5. Das heißt, wir können 2 vortun. Der macht 7 Schaden. Das heißt, wir werden ihn... Ach, das war ein Fehler. Ach, das war wirklich ein Fehler.
Dann sie. Dann werden wir sie zur ersten Aktion nehmen. Wir hätten sie und dann erst ihn nehmen sollen. Oh, ein Bär. Boah, bist du irre. Mal erste Aktion. Weil dann greift sie den Wolf an, der Wolf ist tot. Er die Ratte an, die Ratte ist tot. Und ihr zwei haltet irre viel aus. Und macht auch relativ viel Schaden gleich neben dem Bären. Wir können noch einmal eine. Achso, nein, das ist doof. Noch einmal. Erste Aktion ist echt schlecht. Hey, aber wir haben da Gegenangriff 7. Wir könnten einen von den Angreifern entfernen. Oh, diesen Wolf weg. Die machen echt viel Schaden, diese Dinger. Das ist nicht gut. Jetzt kommt noch was raus, noch eine Ratte. Sehr gut. Das hat einmal funktioniert. Das heißt, der Bär ist auch tot, das ist gut. Der Bär kann nicht zuschlagen. Das ist wichtig. Schade. Die Ratte schlägt nochmal zu. Aber sie hat keinen Schaden gemacht, weil das ist alles in der Rüstung hängen geblieben. Okay, wir haben keinen Schaden abgekriegt. Das finde ich aber jetzt gar nicht so schlecht. Dann bleiben wir gleich so. Der Wolf. Na dann machen wir das doch gerade mal so. Und als zweites die Dusche, weil du hältst irre viel aus. Wir haben das Ganze ohne einen einzigen Schaden abzukriegen überstanden. Ja, fortsetzen. Das war echt, was wir da haben. Hey, wir sind so super. Und wir haben ein Schild gefunden, den Tautropfen. Boah, nicht schlecht. Attraktivität 3 bringt der. Nicht schlecht. Den kriegt auf jeden Fall irgendjemand in die Hand jetzt. So, du hast ein doppeltes Schwert. Du hast auch was Doppeltes. Du hast schon ein Schild. Du auch. Du hast was Doppeltes. Du könntest noch ein Schild tragen. Na bitte. Immer schon jemanden, der das Schild nimmt. Nicht schlecht, nicht schlecht. So viel geht noch. Das
Wasser. So, was ist das? Nüsse. Schauen wir uns an. Machen wir mal eine Kehrtwendung und gehen mal langsam zurück wieder. Achso, warte mal. Vorräte verwalten. Ah ja, könnt ihr ruhig alles essen, was wir da haben, oder? Vielleicht nicht die Pilze. Schon lecker aus. Was ist das? Fleisch. Achso, das sind Hühnchen. So, was haben wir da? Wolle und Früchte. Sogar exotische Früchte. Okay. Da irgendwie keine Sachen zum Töten. Dann nehmen wir mal hier. Ah, du produzierst noch immer den Stab. Kleidung werden wir vielleicht auch noch machen. Reptilienweste. Mal schauen, was an. Was kann das? Kann vier Rüstung. Was, wenn ich mit dem Pelzleder mache? Dann ist ein Feldmantel. Hat Rüstung 3 und Rüstung 4. Ist auch Rüstung 3. Bringt 9 Forschungspunkte. Das bringt 6 Forschungspunkte. Und das bringt 7 Forschungspunkte. Ja, okay, da bringt es was. Hm. 10 Forschungspunkte ist okay. Machen wir das als nächstes. Gut. Das Problem ist, wir können auch unsere Truppen überladen, wenn wir zu viel Zeug mit uns zahlen. Das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber wir könnten jetzt ein Lager aufschlagen. Was können wir dort sammeln? Wieder Kohle, gell? Naja. Doof. Und wir können steigen. Wir könnten das dann nehmen, wenn wir auf unsere Stäbe spezialisiert haben. Schlagholz. Durch die Erforschung Schlagholz überdurchschnittliche Stärke und Belastbarkeit in Teer, jedoch nur sehr schwer zu finden. Machen wir doch glatt. So, wo haben wir denn da Dings? Oh, da weiter oben. Da bin ich fast. Das Ding haben wir auch. So, schauen wir gleich mal, ob wir daraus wir haben ja 5 jetzt geschenkt gekriegt. Nein, können wir nicht. Wir brauchen 6 dafür. Hm. Ärgerlich. Das heißt, vielleicht sollte die Expedition sogar nochmal weiter nach Norden gehen. Zu dem Schlagholz. Lasst uns gehen, Freunde.
Gut. Ja, ich habe gesehen, irgendwie passiert nicht allzu viel in dieser Partie. Ein sehr friedlicher Haufen hier. Hey, da ist ein Ding entstanden. Da ist eine Quest oder was auch immer entstanden. Das finde ich interessant. You stumble across some ruins of an old city. Ja, machen wir You doch search gleich the ruins and durchsuchen. find an interesting building to explore, but it seems half submerged in water. Oh, das As you kennen wir enter. schon. Ein Utoblack. Ich glaube, das können wir relativ schnell schlagen. Mittlerweile sind wir schon recht stark. Oh, und wir fangen an. Dann fangen wir doch gleich mit ihr an. Nein, wir fangen nicht mit ihr an. Wir werden nur mit ihr reinfahren. Das heißt, wir fangen mit ihr was Schwachem an. Nicht ihm. Ja, diesen Utlopek müssen wir auf jeden Fall erledigen. Ich kann mit ihm auch reinspringen. Dann hätten wir 14 und 11 sind 25 Schaden, die wir jetzt machen. Sogar mehr, weil wir haben den Giftschaden auch dabei. Na gut. Das heißt, wir brauchen da niemanden mehr dazugeben. Das heißt, wir geben als nächstes ihn her. Muss keiner mehr vorne hin. Eine tote Schlange. Gut. Dann machen wir Gegentaktik, dass die Schlange, die da ist, weg ist. Dann töten wir nämlich nur die Aktiven da auch. So, und so. Geht hier zwar auch noch rein, nicht, dass wir das brauchen würden, aber ja. Wir tun es halt einfach. Ausgezeichnet. Das war eine sehr schnelle und einfache Sache. You search the buildings and discover a supply store still intact. Kurzschwert, das nicht so gut ist wie das, was ich jetzt habe. Ein großes Übungsschwert. Tja. Quarz. Naja, immerhin. Getreide und Topaz. Noch mehr Topaz. Okay, an dieser Stelle. Oder fahren wir noch rüber? A small group of travelers Oh, passes by your Mist. village. You exchange basic supplies and talk. Because of your kindness, they tell you of a herbalist living in a solitary Ah, hut out okay. in the wilderness. They say you Verstehe. can Da, cure wir any finden, poison das ist and genauso even dasselbe wie wounds, mit den for a Flüchen. price, of course. They give Allerdings them a map mit of the herbalist's hut Heilzaubern. and depart on their journey. Großartig. Okay, das sind die Kräuterkundler. Okay. Wie schon gesagt, ich will noch. Okay, was ist das? Kräuter. Schade. Vielleicht doch nicht so gut, dass ich daher gehe. Nur wenn ich das sammeln will. Kräuter kam ich dann sowieso nicht dazu zum Sammeln. Na dann. Machen wir mal ein Lager und sammeln wir mal. Puh, 350 kostet das. Bist du irre? Das gehen wir 90. 150. Das sind 4 Züge. Sind das da auch 4 Züge?
Okay. Bringt nicht wirklich was. Oh, da sitzen drei Zügen schon fertig. Ja, ist egal. Passt schon. Okay, Herrschaften, an dieser Stelle werden wir für heute wieder aufhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das nächste Mal werden wir den oder die erste benennen, nach dem oder derjenigen, die mir, sagen wir mal, das erste Plus auf eine Wiederholung schafft. Wer weiß, wer es sein wird. Ja, schaut euch das nächste Mal zu, wenn es wieder heißt, Thea, The Awakening. Bis dann.